Hallo, fahren Sie heute auf der U6 nach Heerstraße und dann zurück nach Ostbahnhof. Viel Glück! Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Train Simulator 2015. Nach langer Videopause sind wir wieder unterwegs auf der Strecke U-Bahn Frankfurt von Altair und heute geht es weiter mit der Linie U6. Die letzte Linie, die wir gefahren sind, war ja die U4. Die U5 ist leider nicht enthalten, wird eventuell vielleicht noch in einem baldigen Update kommen. Dazu weiß ich jetzt allerdings im Moment nichts. Ich habe mich da auch nicht weiter mit beschäftigt. Vielleicht wisst ihr da mehr. Die U5 würde dann übrigens nach Bräunesheim führen. Also noch ein Streckenzweig mehr. Heute sind wir auf der U6 zwischen Ostbahnhof und Braunheim-Heerstraße unterwegs über Frankfurt Zoo, Konstablerwache, Hauptwache, Alte Oper, Taunusanlage, Bockenheimer Warte, dann ein Stückchen der U7 fahren wir auch in Richtung Hausen und dann zweigen wir dort ab nach Braunheim. Die Fahrt ja, wird etwa, ich schätze mal, 20 Minuten dauern. Wir sind auf der C-Strecke unterwegs und starten erstmal unser kleines Wegelchen hier. Machen ein bisschen Beleuchtung. Wir geben schon mal die Türen frei und geben mal ein als Ziel. Wir haben uns alles schon rausgesucht, die 720. Die Linie müsste die 96 sein und Kurs die 06. Dann werfen wir mal einen Blick nach draußen. U6 Brauner Meerstraße. Wunderbar. Dann stellen wir noch den Fahrtrichtungswender nach vorne und schließen die Türen. Und dann kann es auch schon losgehen. Nächste Station Zoo. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U7 sowie zur Straßenbahnlinie 14. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal wieder an die Steuerung neu gewöhnen. Ist ja schon lange her, dass ich die U-Bahn Frankfurt gefahren bin. Aber das wird schon. Ja, wir sind am Frankfurter Zoo. Da sind die wunderschönen Tiere zu sehen. Wir haben, glaube ich, einiges zu bieten. Bären, Löwen, Tiger, Elefanten, Nilpferde. Alles Mögliche. Affen natürlich, Gorillas. Kann ich jedem nur empfehlen. Nächste Station, Konstablerwache, Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9, zu den U-Bahn-Linien U4 und U5, zu den Straßenbahnlinien 12 und 18, sowie zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, in der Konstablerwache treffen sich ja sehr, sehr viele Linien. Die U4, die U7, die U5, der ganze Regional- und Fernverkehr, S-Bahn etc. Alles trifft sich dort. Ein wichtiger Knotenpunkt.
in Frankfurt. Wollte mal schauen, wie lange unser Zug ist. Aber wir haben, glaube ich, einen Vollzug. Wir müssen also bis ganz vorne fahren. Aber der Zug muss ja in die Station passen. Ja, wir müssen nicht unbedingt bis ganz vorne fahren. Nee, da ist noch ein bisschen Platz. Ist nicht ein kompletter Vollzug. Müsste ein H3-Zug sein, ja. Drei Einheiten aneinander gekoppelt. Da oben kommt der Gegenzug. Nächste Station, Hauptwache Zeil. Umsteigemöglichkeit zu den S-Bahn-Linien S1 bis S6, S8 und S9. Sowie zu den U-Bahn-Linien U1, U2, U3 und U8. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, Frau Bayerz hat es schon gesagt. Hier treffen wir nur noch auf die Linien U1, U2, die U9. Und natürlich auch jede Menge S-Bahn im Regionalverkehr und auch der Fernverkehr verläuft über Hauptwache. Wie schon gesagt, wir sind auf der C-Strecke unterwegs, die dritte Strecke im Netz der Frankfurter U-Bahn, wichtigste Ost-West-Verbindung im Nahverkehr und verbindet eben Prausen und Braunheim im Westen oder Nordwesten mit dem Ostbahnhof und Enkheim im Osten Frankfurts. Nächste Station, Alte Oper. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 64. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, jetzt sind wir unterwegs in Richtung Bockenheim. Treffen dort dann auf die U4 und die U5. Die Alte Oper Frankfurt, ja auch ein bekanntes historisches Gebäude. Ganz in der Nähe der Deutschen Bank. Da finden auch immer viele tolle Veranstaltungen statt. Also wer mal in Frankfurt ist, der sollte die Alte Oper auf jeden Fall auch mal besuchen. Zumindest mal ein Foto von außen machen. Veranstaltungen sind natürlich auch recht teuer. Da gibt es auch ein tolles Restaurant drin, aber ja, das kann ja kein Mensch bezahlen. Frankfurt ist eben ein teures Pflästerchen. Wir müssen immer mal schauen, ob alles eingestiegen ist. Dafür müssen wir dann doch immer mal den Streckenmonitor anschalten. Nächste Station, Westend. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 36. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, die Strecke wurde, glaube ich, in den 80er Jahren erbaut, also beginnender Bau in den 80er Jahren. Die Verlängerung nach Enkheim, der U4, die gehört ja übrigens auch zur C-Strecke. Die fand erst, glaube ich, 2008 statt, das ist noch gar nicht so lange her.
An der Hauptwache haben wir jetzt also quasi abgezweigt auf die Linienwege U6, U7, die also relativ gleich jetzt sind. Wir fahren jetzt also durch Bockenheim und Hausen nach Braunheim. Sind jetzt an der Station Westend. Nächste Station ist dann schon die Bockenheimer Warte. Dort treffen wir auf die Linie U4, die wir das letzte Mal ja gefahren sind. Nächste Station Bockenheimer Warte, Unicampus Bockenheim. Umsteigemöglichkeit zur U-Bahn-Linie U4, zur Straßenbahnlinie 16 sowie zu den Buslinien 32, 36 und 50. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, die U4 endet hier ja, fährt nicht weiter, ist ein anderer Streckenast, aber die U6 und die U7 führen jetzt mitten durch das wunderschöne Bockenheim unter der Leipziger Straße hindurch, eine schöne Einkaufsstraße. Bockenheim ja auch ein schönes kleines Frankfurter Stadtviertel mit eigenem Nachtleben, vielen schönen Restaurants. Auch das auf jeden Fall einen Besuch wert, falls ihr mal in Frankfurt seid. So, wir gehen mal raus auf den Bahnsteig, damit wir auch mal einen Blick auf unser Gefährt werfen können. Ja. Hier geht's rauf zur Bockenheimer Landstraße. Und hier geht's weiter zur U4. Aufzug auf die B-Ebene. Nächste Station, Leipziger Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, Station heißt auch Leipziger Straße. Aber die Leipziger Straße ist relativ lang und ist auch größtenteils mit Geschäften und Restaurants versehen. Ist also schon ein Stückchen, das man da zu laufen hat, wenn man mal alles sich anschauen möchte. So, ein YouTube-User hat mal in den Kommentaren geschrieben, man fährt, glaube ich, mit 40 km/h in die Station ein. Ich versuche mich jetzt da mal dran zu halten, aber ohne Streckenmonitor ist es natürlich dann auch schwer, weil ich nicht immer weiß, wann kommt denn die Station. Und wenn ich das Lichtlein im Tunnel sehe, dann versuche ich eben entsprechend auf 40 runter zu bremsen. Aber ich kann ja auch keine Vollbremsung hier veranstalten. Ich glaube, das wollen die Fahrgäste auch nicht so gerne sehen. Ah. Über uns ist auch eine U-Bahn. Was haben wir denn hier oben? Ach, ich vergaß. KI-Bahnen haben ja leider keine Matrix-Anzeige. Aber wir können hier schauen. Das ist die U7. Richtig, die fährt hier ja auch. Streckenverlauf ja noch gleich. Nächste Station, Kirchplatz. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oh, jetzt haben wir es aber rechtzeitig geschafft. Ja, ist logisch, dass man natürlich nicht mit 60 in die Station reinrauschen sollte, denn da kann ja immer mal jemand zu nah an der Bahnsteigkante sein. Ja, und Selbstmörder gibt es wie in jeder großen Stadt, auch in Frankfurt. Klar, auch wenn man mit 40 reinfährt, ob man das noch schafft, wenn da einer direkt vorm Tunnelausgang steht und sich dann auf das Gleis stürzt, das wage ich mal zu bezweifeln.
Aber es geht eben auch um die Sicherheit derer, die da auf dem Bahnsteig stehen. Und ja, der Luftzug, der da durch die U-Bahn im Tunnel erzeugt wird, der ist ja nicht ohne. Und je schneller, desto stärker. Logisch. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis. Ich habe mir leider seinen Namen nicht gemerkt. Ich bin eben auch kein Profi-U-Bahn-Fahrer. Ja? Aber das sind so die Kleinigkeiten, die man eben als Profi noch so mitbekommt. Ich versuche das ja schon so realistisch wie möglich hier durchzuführen. Nächste Station, Industriehof. Sie befinden sich in einem Zug der Linie U6. Zur Weiterfahrt in Richtung Hausen mit der Linie U7 bitte hier umsteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 72. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, jetzt sind wir wieder an der Oberfläche. Und hier vorne zweigt die Linie U7 ab und fährt noch die Station Große Nelkenstraße an und ist dann schon in Hausen. Wir fahren jetzt hier eben geradeaus weiter nach Paunheim. Haben noch insgesamt mit der Endstation 5 Stationen vor uns. Da drüben ein wunderschöner Citaro O530 und der Gegenzug ist auch schon da. Schließen wir die Türen. Signal ist auch mittlerweile auf grün gesprungen. 30 sind angesagt. Schon die nächste Station. Nächste Station, Fischstein. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, manchmal aktiviert er beim Drücken der Raute-Taste die Warnblinkanlage. Keine Ahnung warum, manchmal eben auch nicht, also scheint irgendwie Zufall zu sein. Raute-Taste ist die Weiterschaltung der Haltestellenansagen. Zug von innen betrachten, aber ihr habt ihn ja schon gesehen. Gibt ja leider nur dieses eine Modell. Aber auch hier hoffen wir natürlich auf ein baldiges Update, sodass wir auch die etwas älteren U-Bahn-Fahrzeuge auch noch fahren dürfen. Vor allem auf der U4 fahren ja teilweise noch die ganz alten Teilchen. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir die hier im Train Simulator auch fahren dürften. So, wir haben immer noch 30, ne? War noch nichts aufgehoben. Ne, ist wieder 60. Gut. Streckenmonitor hilft immer mal, wenn die Signalisierung nicht so richtig ist. Nächste Station, Hausener Weg. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 34. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hier drüben wieder ein schöner Citaro, um sie lässt grüßen.
haben wir noch die Station Stefan Heise Straße und Friedhof Westhausen. Oh, da war rot. Ja, kommt davon, wenn man nicht auf seinen Monitor schaut und sich ablenken lässt. Aber ich wollte euch noch die Station ansagen. Dazu musste ich mal kurz auf mein Tablet linsen. Weil ich das natürlich auch nicht auswendig weiß, ganz klar. Ich bin ja auch noch nicht alle Linien gefahren, obwohl ich schon eine Zeit im Raum Frankfurt lebe. Aber man fährt natürlich dann nur die Linien, die man auch selbst benötigt. Nächste Station, Stefan-Heise-Straße. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh. Ich glaube, wir haben die Notbremse aktiviert. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ja, sehr verehrte Fahrgäste. Wir hatten hier gerade einige technische Störungen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Nächste Station, Stefan-Heise-Straße, Ausstieg rechts. Ah. Ist ein bisschen ruckelig alles. Ist kein Problem. Das ist man in Frankfurt so gewohnt. Die Frankfurter wissen schon, dass sie sich in der U-Bahn lieber festhalten müssen. So. Heute anrufen, Rabatt sichern. Frankfurter Touristenzentrum. Mhm. Ja, der RMV verkauft hier seine Fahrkarten. Also alles sehr, sehr schön gemacht. Also wer das Add-on immer noch nicht hat, aber den Train-Simulator besitzt, kauft's euch. Natürlich gerade die, die sich so ein bisschen auch für den Nahverkehr, für Stadtbahn und so weiter interessieren. Straßenbahn und was weiß ich was. Ist also wirklich ein sehr schönes Add-on und sehr, sehr realistisch umgesetzt. Nächste Station, Friedhof Westhausen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Hier braucht man kaum Gas geben, weil die Stationen so nahe aneinander sind. Auch das Modell an sich. Sehr, sehr gut gelungen. Also ich kann es nur immer wieder betonen. Klare Kaufempfehlung. Achso, jetzt haben wir mit T die Türen geöffnet. Das sollte man nicht tun. Es dauert es nämlich, bis dieser Knopf irgendwann reagiert. Oh, jetzt. Jetzt haben wir es wieder. So. Endstation. Wir sind in Braunheim angelangt. Nächste Station, Heerstraße. Fahrtende, bitte aussteigen. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 60. Wie immer machen wir die Rückfahrt nicht. So, 30 sind angesagt. Und 30 haben wir drauf. Wenn ihr mal doch ein Video mit Hin- und Rückfahrt haben wollt, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ich verzichte eben darauf, weil ich mir denke, naja, die ganze Strecke rückwärts nochmal zu sehen, es ist ja immer noch die gleiche Strecke. So. Endstation, herzlich willkommen an der Heerstraße. So, hier hinten ist dann so eine Art Wendeschleife. Da geht es hier dann einmal über die Kreuzung. Geradeaus ist auch noch eine Strecke angedeutet. Ich weiß gar nicht, was das für eine
Strecke sein soll. Ja, da sind meine Kenntnisse für diese Region dann einfach zu dürftig. In Braunheim bin ich jetzt nicht so oft, als dass ich das sagen könnte. Ah, ist aber mit Preilbürgen hier abgeschlossen. Keine Ahnung, aber warum man die hier so weit nach hinten gebaut hat. Also keine Ahnung, ob das jetzt hier realistisch ist oder nicht. Wird schon seinen Grund haben. Wahrscheinlich, ja, Abstellanlage. Richtig, klar. Hier ist ein kleiner Bahnsteig für den Zugführer. Ist also quasi eine kleine Abstellanlage für Pause und ähnliche Aktivitäten des Zugführers. Und hier ist dann quasi die Wendeschleife. Hier biegt also die Strecke einmal ab. Nee. Das ist auch keine Wendeschleife. Es gibt keine Wendeschleife. Ja, ich erzähle wieder Mist. Der Zug fährt hier quasi einmal aufs andere Gegengleis und kann dann eben als Gegenzug zurückfahren. Ja, wo die Strecke hier hinführt, das ist natürlich jetzt auch eine spannende Frage. Das weiß ich natürlich jetzt nicht, weil die ist ja doch recht weit nach hinten ausgebaut. Wie gesagt, da sind meine Kenntnisse zu dürftig. Ich weiß nicht, ob das eine echte Strecke ist, also ob es die in Wirklichkeit auch gibt und ob die hier auch weitergeht. Ich weiß es nicht. Das könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da mehr wisst. So, ja, das war's dann von der Linie U6, Ostbahnhof, Braunheim-Heerstraße. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die Linie U7, auf die verzichte ich dann, denn wegen zwei Stationen, die sich quasi von der Linie U6 unterscheiden, brauche ich die jetzt nicht zeigen, beziehungsweise die U7 führt ja auch nach Enkheim über Hessen Center, Kruppstraße, Schäftestraße. Das sind wir ja teilweise auch gefahren mit der U4, als wir über Bornheim nach Enkheim gefahren sind. Ja, es sind ein paar Haltestellen noch dazwischen, Eissporthalle, Habsburger Allee und eben die zwei Stationen noch ab Industriehof in Richtung Hausen, nämlich Große Henneckenstraße und Hausen. Aber ansonsten ist der Linienverlauf relativ gleich. Mal schauen, wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich natürlich ganz klar auch das U7-Video noch. Ansonsten würde es dann weitergehen mit der Linie U8. Das wäre unsere nächste Linie. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Mal macht's gut. Tschüss. Mal macht's gut. Tschüss. Mal macht's gut.